Tag 1, Folge 2 bei 7 Days to Die mit Smitty. Oh, das reimt sich ja sogar. Hallo. Ein Stein bloß mit. Ah ja, sehr gut. Ja. In der letzten Mission Folge aus. Haben wir ja das Militärlager aufgeräumt. Ausgeräuchert, siehst du? Hab ich doch gesagt. Ja, natürlich. Wir hätten es noch im Brand stecken sollen. Ja. Jetzt müssen wir uns mal zusehen, dass wir für die Nacht erstmal da hinkommen, ne? Irgendwie erst mal das Haus sichern, ja. Kiste bauen irgendwie mal, dass wir was hinkriegen. Jo. Du bist auch überladen, ne? Ich bin knüppelvoll, ja. Vielleicht müssten wir die Schlafsäcke drinnen reinbauen dann, wenn es geht. Weil draußen ist vielleicht blöd zu spawnen. Ja, für nachts dann schon. Jetzt, solange da noch wer, ich denke mal, drin wohnt. Dann klingeln mal. Ja, warte mal, ich suche die Tür, dann kann ich klingeln. Da steht ein Stuhl, kann sich schon mal hinsetzen. Ich guck mal auf der Veranda, ob da oben wer ist. Also irgendwie ist hier, hier ist die Tür. Boah, kann ich aber, die ist aber verschlossen. Hier auch. Oben auch? Oben ist auch verschlossen. Irgendwo ein Weg rein? Ja, die Fenster sind relativ unsicher. Stuhl kann ich mit reinnehmen. Also von hier oben sehe ich jetzt... Oh, steigt hinter mir her, ey. Hilfe. Und jetzt? Ich weiß nicht, ob die können die Zombies Leiter klettern? Das weiß ich auch nicht so genau. Aber sonst wäre hier unser Einstieg jetzt. Das Erste. Ja, aber du kommst so... Ja, mach und mal. Nach unten. Kommst du bloß nicht mehr raus, ne? Wenn da jetzt 10 Zombies drin sind, was machst du dann? Und dann sterbe ich hier drin und dann spawnst du draußen wieder. Ich hab schon einen gehört. Ich mach mal hier, ich geh mal hier, ich will mal zur Tür. Wo ist denn hier die Leiter jetzt? Hier. Oh, ich will hier nicht runterfallen. Wie reparierst du? Mit A? A. Gott. Warte mal, ich mach das mal wie ein anständiger Besucher. Ich klopf mal hier an die Tür. Gut, ich mach's mal wie ein Einbrecher und komm von oben. Aber ich höre schon welche. Ich habe ja auch schon Schaden genommen, glaube ich. Ich höre schon wen. Und wer klopft hier schon rum? Ja, stimmt wohl. Unten, ne? Hier ach, oben du ist stehst da auf dem Tisch? Ich bin durch dem Tisch. Kannst jetzt, die Tür hier Tisch aufmachen vor dir? Nee. Kannst höchstens einschlagen. Oh. Alter. Oh. Oh. Ich komme. Die Hausmudi. Gott, oh Gott, oh Gott. Mal ein schönes Rachenbäulchen ihr geben. Hier unten ist so eine Holztür, da sind sie aktiv und rabbeln dran rum. Oh, hier? Ja, hier. Ne, hier klopfen sie dran rum, ja. Ja gut, lass mal machen, ne? Da hast du doch gleich durch. Weil ich helfe ihm mal ein bisschen, ne? Oh. Kannst du machen. Ich glaube, wir haben ihn sogar schon mal einfach verpult, oder? Jetzt mach das auf. Oh, Schnee. Alter, was ist denn mit der Tür Alter, los? Alter, das war... Oh mein Gott. Mein... Oh, ich muss hier Schrote nehmen. Muss man erstmal nachladen. Aber jetzt bin ich da. Mach dir die Tür auf, ich zieh mir ein Horn. Trifft er dich schon? Nö, nö. Scheiß Tür geht auch nicht kaputt jetzt, oder was? So, leg dich hin, bleib liegen. Ich liebe die Schrote jetzt schon. Was denn? Waffenschrank kannst du. Ich knack mal ruhig. Ich knack mal das Schloss. Es dauert aber 20 Sekunden. Ja, knack mal los. Der Dietrich ist zerbrochen. Ich mach's nochmal. Hm. Rummel da jetzt mal nicht zwischenrum. Ich guck mir den nächsten an.
Warum nicht? Ich nicht der Und, Einzige. ach, wunderbar. Kann ich da auch mit rein? Boah. Nee, ich kann da gar nicht mit rein. Ich kann da nicht mit rein. Ey. Also es gab nochmal Munition für das Gewehr. Es gab einen Schlagring. Aha. Es gab einen Elektrostab. Oh, oh, da habe ich eine unruhige Nacht. Eine eiserne Armbrust. Ey, nice. Und Eisenbolzen für die Armbrust. Okay. Dazu gab es noch den Eisenspeer. Den Eisenvorschlaghammer. Hier, den kann ich dir mal hinschmeißen. Hast du jetzt mehrere von? Und Machetenteile. Die kann ich, den muss ich auch mal hinschmeißen. Weil, nimm den mal hier weg. So, Lille. So, Waffenschrank ist leer. Jetzt sieh mal zu, dass du unsere Bude hier sicherst. Ich muss erstmal mein Dinges hier, Bummes, reparieren. Hier ist auch noch was drin. Dafür hat es zumindest schon mal gereicht. Was ist hier? Hier ist eine Holzkiste. Ich hab noch mal eine Holztür, da ist noch was hinter. Die Axt ist aber besser für so eine Tür oder so. Kaputt zu hauen. Ja. Hier ist ein Klo. Ich kann mal durch reingucken. Ich steck mal meine Finger rein. Flasche mit Trübe. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Das ist das Problem. Ja, dann ist der Rest so für mich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hast du eine Pistole und eine Flasche trübes Wasser. Muss das Klo bitte auch nochmal leer machen. Muss ich auch nochmal reinfassen. Muss man da auch nochmal reinfassen. Lecker. Wo wollen wir uns denn jetzt verschanzen? Oben? Ja, würde ich doch sagen, ne? Das heißt, wir brauchen oben eine Tür. Ja. Und irgendwas vor die Treppe, vorsorglich. Dass hier keiner durchkommt. Oder, dass wir ihn aufhalten können. Ja. Okay, dann kümmere ich mich um die Treppe, du brauchst eine Tür. Jo. Holzrahmenblock hilft mir bestimmt hier gleich weiter. Holzrahmenblock fertigen. So kann ich gar nicht, weil meine Taschen voll sind. Ich muss erstmal was wegschmeißen. Ach ja. Oh, ich lege hier mal, was lege ich mal hin? Das vergammelte Fleisch lege ich hier mal hin. Gott, ich bin voll bis auf den letzten Platz bald. Ja, ich bin voll bis zum letzten Platz. Das ist... Den Würfel kann ich ja nicht wegschmeißen, aber brauchen wir den noch? So, warte mal, den Holzrahmenblock. Den stelle ich gleich hier vor die Treppe, oder wie? Ja, können wir ja beide machen, ne? Oh. Ich baue ihn mal hier hin, ja? Ja. Anders wäre sicherer gewesen. Aber gut. Achso, nee. Wie verbessert man den denn jetzt? Mit der Axt, glaube ich, rechte Axt. Maustaste. Was man immer den. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, dann ist sie hier safe. Oh, habe ich sogar nochmal verbessert hier. Mach mal an. Oh. Da sollte ja erstmal keiner mehr durchkommen. Also schon, aber. Weiß nicht, ob die hier hochkommen, ne? Jetzt willst du noch meinen ausbauen? Na, ich jetzt eigentlich diese einen rüber noch gesetzt hätte. Ist egal, das reicht schon. Sollen wir müssen ja nur aufhalten. Kaputt machen können sie eh alles. Ja, oder? Ja, eben. So, wie. Hier, Holztür. Hab ich. Oh? Acht? Ne, sieben. Oh nein. Ich hab mal ein Lagerfeuer gebaut. Gute Arbeit, Überlebender. Oh, wir haben den nächstgelegenen Außenposten von White River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bei dem du Waren kaufen und verkaufen und Geschichten mit unserer friedlichen Bürger austauschen kannst. Willkommen an Bord. Der Noah hat das geschrieben. Aha. So, Dann brauchen keinen Tisch. Brauch Steine. Ich muss mal schnell Steine holen und. Kannst du mal eine Truhe bauen? Ja, nicht bestimmt. Gesicherte Aufbewahrungstruhe. Joker. Nee, mir fehlen 10 Holz. Ich muss ja alles klar, Holz und klein hacken. Ja, hack doch mal was klein. Küche brauchen wir da nicht, oder? Nö, ich glaube nicht, aber.
Scheiße, ey. 5 Steine? Was kriege ich denn hier aus dem Block? Keine Steine, wie es aussieht. Hier ist doch der Wandofen, das ist noch alles unberührt, ungelootet hier oben. Oh, hier die ist. Scheiße. Ja, die nee, brauchen wir erstmal nicht, ne? Die hau ich erstmal kaputt schnell. Dann müssen wir noch ein bisschen was abbauen. Weiß ja nicht, ob sie durchs Fenster auch kommen. Wahrscheinlich müssen wir das Fenster auch nochmal verstärken nach und nach. Aber es soll ja auch erstmal nur als kleine Base dienen. Wir laufen eigentlich, 2 Stück sehe ich schon wieder außen draußen rumlaufen. Ja, hab ich gesehen. Aber hier ist auch kein Stein, den man mal wegklopfen könnte, das ist ja blöd. Hinten raus ist, ich hab Stein, hab ich, ja, hinten ist raus ein bisschen, wie heißt denn das hier? Metall und so ein Kram. Vielleicht kannst du da was holen. Nee, da kam doch nur Metall raus. Ich kann Stein bekommen. Und was anderes? Muss doch irgendwo ein Stein liegen, wo man draufklopfen kann, oder? Eigentlich ja. Dann wird's wohl nichts mit meinem Lagerfeuer. Bring noch ein bisschen Holz mit hier. Es geht auch. Tja, scheiße. Wow. Ich kann mich endlich leer machen, Gott sei Dank. Oh, jetzt hat mich einer gesehen hier. Oh Gott, hier sind total viele. Ja, hab ich schon gesehen. Ich hätte noch 11 Steine hier in meiner Tasche. Das sollte für dich reichen, oder? Eigentlich brauche ich 5. Oh, siehst du? Zufällig gesehen. Ich packe erstmal alles hier rein, ne? Sortieren müssen wir mal später. Ja. Gut, dann komme ich erstmal. Mal eine Taste für übertragen oder alles übertragen, weißt du auch nicht, ne? Also die Schlafsäcke müssen wir auch noch, aber ich bin voll, ich kann nicht. Ja, ja, die hole ich jetzt als nächstes. Weiß ich nicht, wie man alles überträgt. Bin immerhin schon nicht mehr überladen, das ist schon das mal gut. Das sieht immer auf. Ich einen Kerzenhalter aus Messing rum. Ja, habe ich fallen lassen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ich komm nicht an die Truhe dran. Scheiße, muss ich wahrscheinlich entriegeln. Ich kann ja auch noch eine bauen. Schlafsack, deinen kann ich nicht mitnehmen. Okay. Und du musst erst Platz schaffen. Ja, ich muss auch was wegschmeißen, deswegen. Oh, die Tür hält aber nicht lange genug. Nicht verbessern? Nee, geht nicht. Du brauchst da irgendwas für. Meine ist jetzt auf. Nee. Meine ist jetzt auf. Ist das gemacht? Gedrückt halten, E und dann auf das Schloss. Habe ich gemacht. Jetzt entriegelt, ja. Jetzt haben wir 2. Was ist denn überhaupt übertragen? Ich mache alles per Maus und Co. Rechtsklick einzeln. Shift-Klick. Shift-Klick ist ein ganzer Stapel rüberschieben, immerhin schon mal. Ja, stimmt, da brauche ich noch klicken. Ja. Ich schmeiß erstmal alles, Ja, ja, ich auch. Ich schmeiß es erstmal alles kreuz und quer in die Truhe rein. Und wir wissen, unseren eigenen gelooteten Scheiß können wir nachher mal zusammenräumen, wenn wir ein bisschen. Ja. Die Armbrust stecke ich mir aber mal ein. Die brauchen wir vielleicht mal. Ja, ja, Schrote was? Auch. Schrote, Schrote, Schrote. Armbrust. Oh, ich hab hier. Ne, Nitratpulver. Ich dachte, ich habe. Eisenvorschlaghammer stecke ich mir auch mal ein. Und die Mütze ziehe ich mir da hier im Kopf. Und den Elektrostab stecke ich mir auch lieber ein. Und den Schlagring, den lasse ich hier. So, mein Steinfell brauche ich auch noch. Kann ich denn mal einen Stein haben? Ja, nimmst du raus hier aus der Kiste. Also 5? Okay. Nichts drin. Klar sind da 5 Steine. Ja, geh mal raus. Ja, ich wollte nochmal Feuer hier. Feuer holen. Ich kann nichts zu essen machen, das ist schlecht. Achso, wir haben auch gar nichts, ne? Zum Brutzeln. Doch, eine Dose Schämme und ein Ei kann ich machen.
Nochmal hier Eier fertig. Dose Schem, das verschimmelte Brot, weiß ich nicht, ob wir da was mit essen können. Stimmt, oder? Ach, mein Schlafsack. So, ja, ich muss... Ne, Eier und frisches Wasser brauchen wir. Muss leider auch eins da hinstellen, weil, ne? Aufgabe also, und so. Nee, das... Gute Arbeit überleben da, das hast du auch, ne? Mit dem Händler finden und ja. Das haben wir schon gehört. Ja, das haben wir schon zur Hälfte gehört, ja. Die Dose einfach so essen? Kann ich jetzt noch raus eigentlich hier unfallfrei? Meine, raus kann ich wahrscheinlich, aber unfallfrei, das wäre das vielleicht. Wie esse ich denn die Dose essen? Weiß ich auch nicht, ne? Weißt du auch nicht zufällig. Was ist los? Nö, ich bin draußen und hole meinen Schlafsack. Ich sehe den nur kaum, weil es so arschdunkel ist. Dafür hast du eine Fackel. Ja, hast du recht. Hätte ich auch mal nehmen können. Nö. Kannst du auch an die Wand werfen. Oh. Siehst du? Hast du hier über schon deine gierigen... Nein, nicht überall. Du kannst auch nochmal deine gierigen Griffel reinstecken. Ja. Oh. War ganz schön was zu holen hier noch. So, und das mit den Fenstern, das geht so in Ordnung, sagst du? Wahrscheinlich nicht, aber... So, ich sag mal so, ich hab Durst langsam. Zombie killt 17, guck mal an. 17? Mhm. Warte mal, wo sieht man sowas? Wenn du auf dein Inventar gehst, auf Fertigung, auf Charakter und dann auf Statistiken, genau. Da siehst du 17. Tode 1. 12 habe ich erlegt erst. Mhm. 4 Gegenstände gebaut. Längstes Leben 30 Minuten. Naja, dann. So, jetzt ist es dunkel. Und jetzt? Wir könnten mal kurz nochmal ins Dings gucken. In die Levelei, wegen der Level und so. Wir können da bestimmt was vergeben. Ja, hast du recht. Ich weiß nicht wo. Hier ist die Karte. Oh, die Karte ist aber groß, du. Wo ist denn der Händler markiert? Da ist der Händler. Dann sind wir ja 7 Tage unterwegs zum Händler. Da ist das Militärcamp, nehme ich an. Oh, die Karte ist ja recht grob gehalten. Ich höre irgendwas. Ich habe auch was gehört. Ich dachte, du warst das. Nee, ich war das nicht. Den Händler nicht. Wo soll der sein? Oh Gott. Dramatische Musik. 22 Uhr. Nacht. Die Nacht bricht herein. Der Händler ist ein kleiner gelber Punkt auf der Karte. Kleiner, gelber. Ach du je, über die Brücke noch? Nee. Der ist gar nicht drauf. Der ist, wenn du ein bisschen rechts. Ach so. Auf der Map. Muss man ein bisschen. Alter, ist das weit. Das sind 1,3 Kilometer. Geht wahrscheinlich relativ zügig. Es sieht nur so weit aus, aber. Bis unterwegs sind wir. Verfügbar Punkte 6. Wo war denn das nochmal? Das ist auf der linken, links, der Dr. Hut. Also zwei neben deinem Charakter da. Fertigkeiten, ne. Der Dr. Hut. Ich glaube, unten schleicht ein Zombie rum. Der wühlt im Müll oder so, ich weiß es nicht. Oh, hier ja. Kampfeigenschaften, Donnerbüchse, der Schrotflintenpenner. Gott, diese Geräusche machen einen fertig. Ja. Prügelpeter. Ja, was wollen wir denn leveln? Dann müssen wir nochmal rüber gucken. Sieht schon mal ganz gut aus. Aber was wir uns da absprechen ein bisschen zum Start? Würde ich sagen, so ein paar Sachen brauchen wir wahrscheinlich. Jetzt ist er auf dem Grundstück drauf. Ich wollte gerade sagen, wir tappelt doch hier rum. Ja, wir sagen, da gucken wir uns gleich. Hilfe. Er ist da. Was macht er denn jetzt schon wieder alles kaputt? Wo ist er denn? Die Tür. Ach, an der Tür. Aber wie kommt er zur Tür rein? Ja, so ist er, mein. Mach mal auf. Mach er doch. Oh.
So, jetzt weiß jeder Zombie hier in der Umgebung. Wir sind zu Hause. Kann ich die jetzt auch heile machen wieder? Und mir fehlt. Achso. Da kommt noch wer angetrappelt. Das ist eine Scheiße. Der will zur Tür, zur Fenster rein. Tatsächlich. Headshot. Die steht nicht wieder auf. Was kommt davon, wenn man zum Fenster rein will? Und das könnte mal eine lange Nacht mit dir werden hier. Ja. Soll, dass meine Armbrust die Pfeile gar nicht funktionieren. Nee. Nee, Eisenbolzen für Armbrüste, Armbrust keine Munition. Super. Oh, jetzt hast du einen Sack in der Hand. Hm. Ich wollte mal kurz in Ruhe nochmal hier. Was ist denn jetzt? Was lernen wir denn? Ich hier Armbrust auch eine Kiste legen, wenn die nicht geht. Weiß nicht, was wir lernen. Wollte sagen, wir gucken uns in Ruhe mal an, oder? Ja, würde ich eigentlich auch sagen. Links in der Herstellungsheilfaktor. Wow, hier gibt es echt eine ganze Menge zu lernen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Ah, hier, guck mal. Die Frage, wir sollten uns erstmal einen oben aussuchen, welchen wir nehmen. Also einen von den fünf. Wahrnehmung, Stärke, Standhaftigkeit, Beweglichkeit oder Intelligenz. Also ich habe jetzt gerade was gefunden, was ich glaube ich schon mal machen würde, sowieso so oder so. Das wäre der Schmied, um eine Schmiede zu bauen. Das okay. Ist bei Intelligenz. Ach ja. Aber das braucht wahrscheinlich auch nur einer. Das stimmt wohl. Aber den würde ich mir mal gönnen hier, komm. Gönn dir das mal. Was ist das hier wieder für ein Geräusch? Das heißt, da kommt doch gleich wieder irgendwas. Eine Klospülung durchgezogen hätte. Ja, und nicht das Klo, wer weiß. Ach, vielleicht sitzt einer drauf. Scheißt uns wieder auf den Rand. Pech haben. Dann mache ich natürlich hier, bin ich raus. Ja, nichts. Was willst du groß machen, ne? Das können wir jetzt ein bisschen gucken. Viel mehr ist ja nicht. Wie ist es denn mit Heilung? Ja, da bin ich gerade drin, aber ich weiß auch nicht, ob ich das, was mir das alles hilft, was da so. Also das hilft nur mir was und nicht uns. Die eiserner Magen und so nehmen, das hilft halt mir vor allem, aber nicht uns allgemein. Durchlässiger Darm. Das hört sich aber nicht so gut an. Ich glaube, Dennerbox ist ja auch nur was, dass ich halt mit den Gewehr schneller bin. Ja, macht ja nichts. Also. Bei Stärke, Standhaftigkeit, Beweglichkeit ist ja auch nur Ding. Ich glaube, dass die Intelligenz ist, glaube ich, eher so. Ich nehme mal hier bei Heilung, nehme ich mal den Heilfaktor. Ich denke, das können wir auch beide machen. Ja, das sollte vielleicht gar nicht verkehrt sein. Oder 60 Sekunden ein GP, Gesundheitspunkt oder was soll das heißen? Oh, wir haben Besuch. Also unten wahrscheinlich noch. 23 über 23. Naja, es ist ja dunkel, ich würde sagen, ich baue da jetzt nochmal den Punkt rein. Dann gehst du runter und machst mal Tabula Rasa? Und dann lege ich mich schlafen. Ach so. Wie kaufe ich denn so einen Punkt, verdammt? Rechts auf den Einkaufswagen. Ah, sehr schön. Das Problem ist, wenn die Schrote erstmal kaputt ist, dann hab ich die Brille auf. Ja, das war's dann. Mhm. Soweit so gut, aber in der ersten Nacht kann man hier noch nicht allzu viel machen, oder? Ich gehe mal auf Schrottsammler, das heißt, dann kriege ich mehr Sachen, wenn ich Gegenstände zerlege. Mhm. Das ist auch nicht verkehrt. Zwei Punkte, dann habe ich noch der glückliche Sammler und Schlösserknacker gehe ich nochmal drauf.
Ja, das und hier für auf schwere Waffen spezialisiere ich hier noch ein bisschen. Fürs Erste. Wir können ja mal gucken, was dann noch so geht. Da schlatscht schon wieder ein. Packesel habe ich mal genommen. Um mehr tragen, naja, ist auch eine gute Idee. Aber ich habe auch noch zwei Punkte oder so, aber ich will schon wieder mit Schleichen, da bin ich wieder nervös geworden. Ich wollte mal einen Elektroschocker hier nutzen, aber ich glaube, da muss noch eine Batterie rein, weil wie sieht denn noch nicht elektromäßig aus? Oh, nee. Macht aber einen guten Luftzug beim Zuschlagen. Oh. Kloppt er denn? Ich schätze mal sogar unten, ne? Da fällt mir gerade auf, ich habe meinen Schlafsack noch nicht gesetzt. Ich guck mal unten. Oh. Unten hat er die Tür fast kaputt gemacht. Spinnt der? Kloppt er irgendwo anders drauf rum. Oh, wie ist das dunkel hier? Meine Fackel klemmt oben. Mann, hier oben ist er erst drinne. Was ging irgendwie, ne? Es hat so. Oh, jetzt halt. Ja, das hat er mich aber auch noch gekriegt. Bevor ihr ein. Und er lebt immer noch. Ja. Also ein Ding ist das aber nicht so toll. Was macht er denn? Es war ganz schön aktiv. Darf ich auf meinem Bett erscheinen oder? Moment, ja, ich hab's. Danke. Ja, ich glaube, er ist hinüber. Ja, er ist hinüber. Da klopft der nächste. Nicht ein Säckchen. Wo ist der denn jetzt wieder? Jetzt ist er irgendwie drin. Wo auch immer, unten wahrscheinlich. Ja, scheint wohl unten zu sein. Nee, jetzt kommt eine Treppe hoch. Oh, guck mal, da kommen die oben wieder rein. Naja, unten. Ja, zum Fenster rein und zum Fenster wieder raus. Ich habe nur noch 5 Schuss für die Schrote. Da kommt der nächste angeschlichen. Warum kommen die alle her? Haben wir zu viel Lärm gemacht, oder? Kann sein, ja. Was ist so ein Dicker hier? Und der macht aber auch Geräusche. Komm mal raus. Da kommt er. Oh. Boah, hat er mir einen verpult. Der steht auch schon wieder auf. Guck mal, wenn sie aufhört, muss ein Verband nehmen. Oh, was macht der denn für ein Geräusch? Er rührt hier erstmal einen ab, ey. Hast du ihn gemacht, oder wie? Wo ist er denn? Kennst hier du ihn? Ja. Jo, da liegt er. Gut. Und jetzt hat es aufgehört, Gott sei Dank. Wir haben nichts zu essen und nichts zu trinken. Nicht so richtig. Ach so, habe ich überhaupt irgendwie was? Wobei zu trinken, zu Durst habe ich. Trinken habe ich, die können wir sogar machen. Ich habe 4-mal trübes Wasser, glaube ich. Das können wir mal anschmeißen. Augen und Wasser geht bei mir nur. 77 und 78, aber könnte auch daran liegen, dass ich schon mal gestorben bin. Ja, deswegen geht es bei mir wahrscheinlich jetzt auch wieder, nehme ich mal stark an. Aber wir haben ja trotzdem das Wasser da, wir können es ja durchlaufen lassen. Also, ich wüsste, wo es wäre. Dir das gegeben? Das müsstest du, glaube ich, gehabt haben. Schmutziges? Ja, hier mal schmutziges Wasser. Ich nehme das mal. Hast du doch eigentlich im Feuer machen können, oder? Dann brutzel das mal durch. Wo muss denn das hin? Das Ei Wildbret. Ach so, warte mal. Wir nutzen das Feuer, wo du gerade dran bist. Bist du da drin? Ja, da bin ich drin. Achso. Achso, hier kann ich es machen. Ich habe nämlich auch einen Topf. Den könnte ich da reinpacken, glaube ich. Achso, es geht so. Ich habe vielleicht jetzt was gemacht. Ah ja, 2,34 brauchst du. Es brutzelt gerade. Ich hoffe, wir haben noch genug Holz. Obwohl doch, es reicht. Ich hoffe nicht nur für 2 Minuten 30, sondern für alles. Ansonsten wird das Brennstoff ist nämlich in 4 Minuten Feierabend. Ja, ich müsste noch Holz haben.
Ich habe auch noch so ein Messbecher, habe ich gesehen, als Hilfsgerät vielleicht für irgendwas. Oh, ich höre schon wieder einen, ey. Da ist ein Hund draußen. Und ich komme der nicht hoch. Machen wir mal 20 Holz da rein. Das geht gar nicht. Ach so. Doch, auf dem nächsten Stack. Ja, genau, nächsten Stack muss es dann machen. Hier kann ich. Oh, hier ist ein Wasser. Eins ist durchgelaufen. Oh, also, ja, dann ist es 2,34 insgesamt. Dann geht's ja. Wie ein Hund. Ja, draußen ist ein Hund. Hier, guck aus unserem offenen Fenster. Da ist der. Machst du eigentlich nachts das Fenster auf? Naja, ich hab's nie aufgemacht. Den Hund? Nee. Da links. Bei dem Metallfelsen ist der. Ich glaube, ich habe es zu dunkel eingestellt. Vielleicht muss ich mal ein bisschen heller machen irgendwie. Der läuft auf dem Weg unten. Jetzt kommt er wieder auf dem Weg. Ach ja, da sehe ich ihn. Aber wow. Das glaube ich beim nächsten Mal noch mal ein bisschen ein Tickchen heller machen. Ist ja finster. Gut, wollen wir uns erstmal hinlegen für eine gute Nachtgeschichte? Ja, das könnten wir auf jeden Fall mal machen. Oder? Ja, es dauert ja noch ein bisschen, ne? Mit der Nacht. Ja, ja. Die Nacht dauert noch ein bisschen. Hier passiert ja nichts. Sind ja safe hier oben drin. Draußen rumlaufen will ich jetzt noch nicht, so wie wir ausgerüstet sind. Nee, aber ich muss erstmal die Tür wieder finden, ne? Du bist schon vorbeigelaufen. Oh, scheiße. Wo denn? Ah, hier, Mann. Ey, ich sehe nichts. Das, Wo hast du Fackel immer noch, ne? Ach nee, die hängt an der Wand. Nee, die hängt an. Habe ich geopfert für uns. Dann musst du mal eine neue bauen. Wir haben noch hier Licht. Wir haben noch so ein optimales Licht über der Spüle. Aber ja, das macht natürlich auch einen Lichtschein. Da werde ich blind von. Ehrlich. Ja, aber jetzt habe ich Durst. Oh. Ja, haben wir Gott sei Dank gerade Wasser gemacht. Was kostet so eine Fackel? Ich habe auch noch eins hier. Ne? Tierfett. Ohne Tierfett gibt es keine Fackel. Lass sie bloß heile. Ach, blöd, dass du da an die Wand genagelt hast. Ne, ich kann sie aber wieder nehmen. Ja, dann geht's. Ja. Also gut, erstmal Schluss. Würde ich sagen, machen wir erstmal ein Päuschen. Ja. Und sehen uns frisch ausgerührt in den frühen Morgenstunden wieder. So wird's kommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst den Daumen nach oben da für die aus dem Fenster geschmissenen Zombies und abonnieren nicht vergessen für die nächste Folge. 7 Days to Die. Macht's gut.